Es ist einmal eine ungeheuer dramatische Geschichte, die einfach für sich selber spricht. Also diese Tragödie, die sich da abspielt, hat so viele das Mitgefühl weckende, so viel unselige, schreckliche, erschütternde Umstände und Konstellationen, dass man daran einfach nicht unbeteiligt vorbeigehen kann. Zugleich aber würde ich sagen, hat dieses Ende des Dritten Reiches bringt auch nochmal alle die Aspekte gesammelt, konzentriert, verschärft auch zum Vorschein, die dieses Hitler-Regime ausgemacht haben. Was das Besondere war an diesem Buch Der Untergang, war, dass sich das Buch in der Tat nur mit den letzten 10 Tagen des Regimes beschäftigt. Also nicht mit den letzten 10 Tagen Hitlers, sondern den letzten 10 Tagen des Regimes. Also dass man eben sagte, die Maschine, ich nenne es mal so, diese Maschine der Zerstörung ist noch nicht mal dann zum Stillstand gekommen, als Hitler schon tot war. Man könnte jetzt sagen, das ist eine Art Mikrokosmos, was wir da beschreiben, das stimmt aber nicht, sondern es ist eigentlich in einem Zeitraffer nochmal das aufgezeigt, was in den ganzen 12 Jahren des Regimes stattgefunden hat. Und das war eigentlich so der Auslöser, dass man sagte, man kann tatsächlich einen dramaturgischen Ansatz finden, der über das Regime erzählt, ist aber sozusagen kondensiert auf einen Zeitraum, den man in den Griff kriegen kann. In dem Zusammenhang ist auch nicht unwichtig, dass fast zur selben Zeit die Aufzeichnungen von Traudl Junge rauskamen. Also Traudl Junge ist ja die Chefsekretärin oder eine der Chefsekretärinnen von Hitler gewesen, die relativ spät dazu kam, also erst 1942, und die damals 22 Jahre war. Und ziemlich bald, nachdem der Krieg zu Ende war, ihre Erlebnisse aufgeschrieben hat. Und das Buch heißt ja auch Bis zur letzten Stunde. Und sie selbst wirft auch eigentlich die Frage in ihren eigenen Aufzeichnungen auf, wieso sie dem ganzen Treiben einfach zugewartet hat. Also gar nicht zugeschaut, sondern zugewartet hat. Und auf eine merkwürdige Weise, kann man eigentlich nur sagen, haben die Leute offensichtlich immer noch an ein Wunder geglaubt und dachten, sie dürfen diesem Wunder nicht Einhalt gebieten. Und das war eine der Sachen, die Hitler sehr, sehr gut konnte, dass er den Leuten eine Imagination vermittelt hat, dass er alles im Griff hat, also dass er immer, auch wenn es aussichtslos scheint, immer noch etwas, ich sage jetzt mal so ein flapsiges Wort, in petto zu haben, also dass er also den Leuten vermitteln konnte, dass die Gesamtlage oder auch die Gesamtsituation durchaus nicht so katastrophal ist, wie man sich das denkt. Also ich rede jetzt nicht nur von der Kriegslage, von der natürlich in dieser letzten Zeit vor allem die Rede ist, aber auch, dass er sagt, Sätze wie, es ist eigentlich ganz gut, dass die ganzen deutschen Städte in Schutt und Asche zerfallen, denn das würde den Wiederaufbau beschleunigen. Ich bin dann lange mit schwanger gegangen mit dem Gedanken und habe jetzt nach Monaten zugesagt, und das, weil es halt ein Kapitel der Geschichte ist, das mich schon seit frühester Jugend, eigentlich Kindheit, beschäftigt, und ich das Gefühl hatte, da darf man sich jetzt als Deutscher einfach nicht drücken. Das ist, ich sehe das so ein bisschen wie so eine historische Aufgabe auch. Also eine historische Aufgabe, dass wir Deutschen jetzt dieses Thema bearbeiten, und gleichzeitig eine Aufgabe für mich als Regisseur zu versuchen, dem so eine Wahrhaftigkeit zu geben. So ein Ding, das ist einmal im Leben. Ich meine, es ist gar nicht einfach etwas so Merkwürdiges wie Hitler zu spielen, weil sonst denke ich, wenn das zu einem kommt, dann mehr wird eine Parodie verlangt oder so etwas. Aber das wirklich so zentral und realistisch. Und da habe ich einfach ganz simpel wie ein Schauspieler ehrgeizig reagiert und gedacht, ja klar, das mache ich. Und natürlich, da muss man über bestimmte moralische Skrupel und so Sachen springen und sagen, also
Aber das, ich weiß nicht, entweder man traut sich das zu, dass man autonom genug ist und halt auch einen Massenmörder spielt, weil auch das, um das banal zu sagen, halt ein Mensch ist, oder man traut sich das nicht zu und da an diesen moralischen Berührungen drauf herumzureiten, das tue ich nicht so gern. Aber ich kann durchaus verstehen, dass das möglicherweise ein Problem werden kann. Wir haben uns ja diverse Städte überlegt und auch angeschaut, also unter anderem halt in Polen, dann Tschechien natürlich, Prag. Wir haben einfach hier die besten Motive gefunden. Und dann ist halt Petersburg eine riesige Stadt, die zudem in großen Teilen von deutschen Architekten erbaut wurde. Also Schinkel hat hier sehr viel gebaut zum Beispiel. Das heißt, man findet hier Straßenzüge, die sehen einfach aus wie Berlin, sind aber noch nicht so verunstaltet durch diese grauenhaften Verkehrsschilder und diese modernen Lampen und überall Bäume, die dann nachträglich eingepflanzt worden sind. Also dass das eigentlich sehr rasch klar war, dass das das beste Motiv ist. Nach der Geschichte, die unsere Völker da im Guten wie im Schlechten verbindet, ist das eigentlich schön zu sehen, dass die Russen mit den Deutschen jetzt gemeinsam einen Film machen über dieses Kapitel der Geschichte, wo beide Völker ja ungemein gelitten haben. September the 6th, German armies of the group Nord. Am 6. September unterbrach die deutsche Armee, die Heeresgruppe Nord, die letzte Bahnverbindung zwischen St. Petersburg und Moskau. Und auf der karelischen Halbinsel stand die finnische Armee. In der Karelian Peninsula on the river Sestrada was Finnish army. So up to winter of 1941-1942. Vom Winter 1941-42 an gab es also keine Verbindung mehr zwischen dem russischen Festland und dem eingekesselten St. Petersburg, also Leningrad. Die Stadt war nicht vorbereitet auf diese Belagerung und deshalb kam es bereits im Herbst zu einer Hungersnot, zu einer der schrecklichsten Hungersnöte in der Geschichte der Menschheit. It was one of the most horrible starvation in the history of the manhood. There was cannibalism. Kannibalismus brach aus. Die Menschen waren zum Tod verurteilt. Leningrad wasn't bombed. Leningrad wurde nicht bombardiert, wie Berlin oder London. In the sense of Berlin or London, it was like neutron bomb. Was hier geschah, hatte die Wirkung einer Neutronenbombe, die die Gebäude stehen lässt und die Menschen tötet. In diesem Sinn spielte sich hier eine der größten Tragödien des 20. Jahrhunderts ab, so etwas wie Auschwitz. Leningrad war, was seine Bevölkerung anging, damals die viertgrößte Stadt Europas. Sie hatte vor dem Zweiten Weltkrieg 3,5 Millionen Einwohner. Nach Kriegsende waren es nur noch etwa 600.000. Mehr als 1 Million Menschen starben an Hunger. Gar keine Ressentiments uns gegenüber, so vom Team, von den Leuten. Nur von der Presse kamen dann die Fragen, aber ansonsten hat es nie eine Rolle gespielt. Ich persönlich finde es wahnsinnig toll, dass wir so weit gekommen sind, dass wir sowas machen können, zum Beispiel so einen Film hier in dieser Stadt drehen und gemeinsam, also einen Film über diese Zeit drehen können. Bei anderen Filmen ist oft Fantasie mehr gefordert, Fantasie im Sinne von freier Interpretation. Hier war das Wichtigste für uns die Herausforderung, authentisch zu sein, also möglichst keine Dinge zu tun, die irgendwie später belächelt werden könnten, weil sie ganz einfach nicht stimmen. Ich glaube kaum, dass jemand den Führerbunker von innen noch kennen wird. Sowieso das Publikum wird es nicht kennen, aber trotzdem wollen wir hier ein Bild abgeben, was tatsächlich, wie wir, soweit nach unserem Wissen, authentisch rüberkommen wird. Also der Zuschauer kann sich verlassen darauf, dass er hier wirklich etwas vorgesetzt bekommt, was wirklich so ausgesehen hat. In Berlin, in der Vossstraße. Das ist eigentlich der gewünschte Effekt, dass es richtig eng wird. Auch bei Lagerbesprechungen, wo sich die Leute um den Lagertisch herum drängen müssen und die Kamera auch nicht ausweichen kann. Und dass man wirklich das Gefühl hat, das ist Bunker und ist auch wirklich beengt. Auch die Illumination, das ist ja alles original
wird auch nicht durch extra Beleuchtung unterstützt. Wird also so eine Stimmung sein später im Film, wie es wirklich war. Manchmal habe ich schon beim Lesen der Szene eine Idee, ein Bild und skribbel das schnell auf. Und das ist dann meistens so der Grundbaustein für den Gesamtablauf der Szene. Wir drehen ja sehr viel mit Handkamera und da ergeben sich manchmal Möglichkeiten, die kann man gar nicht zeichnen, das kann man sich nicht überlegen, weil das über den Raum und über die Figuren in ihren Bewegungen entsteht. Und die Handkamera ist so schnell, dass man da schön spontan arbeiten kann. Und das habe ich so schon beim Experiment auch angefangen, mehr auch in der Situation mich gehen zu lassen und zu schauen, was da entsteht. Ich bin früher nie in einen Kriegsfilm gegangen, weil mir das eigentlich die, sind nicht die Art der Filme, die ich mag. Und ich weiß, was Krieg ist und was Krieg bedeutet und wieso es Kriege gibt. Aber ich bin die Filme nicht schauen gegangen. Und jetzt muss ich auch mit dem Oliver zusammen die Filme anschauen, um auch herauszufinden, was kann man überhaupt noch machen, dass die Leute das ernst nehmen, dass man den Leuten wieder beibringt, dass wenn jemand erschossen wird, dass das irgendwie auch wirklich stattfand, dass es nicht ein Special-Effekt ist, der jetzt gut aussieht, sondern dass es um andere Sachen geht. Und da haben wir uns hoffentlich sehr viel überlegt, wie man das anders macht, dass das irgendwie wird man so Betroffenheit auslösen, dass man darüber nachstudiert, wie blöd das eigentlich ist. Ton ab, Dudel an! 27, 1, 2. Was Hitler selber angeht, würde ich sagen, von Sinnen oder reduziert war er überhaupt nicht. Alle Berichte, die ich kenne, sprechen zwar davon, dass er in seinen Themen und Interessen ungeheuer eingeschränkt war, aber alle sprechen auch davon, dass seine Autorität, seine Energie, seine Fähigkeit, seinen Willen durchzusetzen, in diesen allerletzten Wochen fast stärker war als während der Jahre vorher. Es ging von diesem gebrechlichen, mit schlurfenden Schritten über die Gänge der Reichskanzlei sich mühenden Mann offenbar gerade durch diese Hinfälligkeit eine noch verstärkte Wirkung aus. Und alle haben ihm auf eine sklavische Weise gehorcht. Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Jeder verfügbare Mann der Luftwaffe im Raum zwischen Berlin und der Küste bis Stettin und Hamburg, die für den Einsatz auf der Erde verfügbar gemacht werden können, müssen sofort Steiner zugeführt werden. Jeder Kommandeur, der Kräfte zurückhält, hat binnen 5 Stunden sein Leben verwirkt. Sie selbst haften mir dafür mit Ihrem Kopf. Jawohl, mein Führer. Wir sehen hier nur die letzten paar Tage von Hitler, weil der Mann ist ja mal dahin gekommen und selbst in seinem auch körperlichen Zerfall sind immer noch außerordentlich stabile Machtverhältnisse. Er kann auch anordnen, Leute liquidieren zu lassen und keiner würde je seinen solchen Befehl missachten. Und also ist die Frage, wie ist das geworden? Und das ist zwar thematisch in der Sache nicht behandelt, aber ich hoffe, dass wir das schaffen, dass das zumindest klar zu machen, dass das ein Mann war, der über ungeheuer verführerische Seiten in seiner vollen Kraft einmal verfügt haben muss. Aber es hat eine bestimmte Art von Energetik und so. Das ist nicht das, was uns heute ästhetisch nicht mehr interessiert. Wir lachen darüber. Also die sagen immer, das ist entweder der Clown oder das ist der Wahnsinnige. Und ich denke, das ist zu wenig. Jeder hat mich belogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederträchtiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbringen... Nicht Feiglinge! Verräter, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist das Geschmolz des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält. Jahrelang hat das Militär meine Aktionen nur behindert. Es hat mich jeden nur erfüllten Widerstand in den Weg gelegt. Ich hätte gut daran getan, von Jahren alle höheren Offiziere registrieren zu lassen, wie Stalin.
Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert. Ich weiß nicht, was passieren wird. Und, das ist natürlich ein Ding, was dann auch im Ausland angeschaut wird. Und, weil ich glaube, da spielen auch ganz andere Sachen, die nicht so direkt politisch sind, sondern eine bestimmte Faszination an dieser Art von dunkelstem Abgang, den die da betrieben haben, dieser Art von in den Tod, in den Bunker und dann noch tiefer in dieses schwarze Loch rein und da diese Art. Das hat irgendeinen merkwürdigen, makabren Sog, ganz jenseits von Politik. Am Ende ist für mich diese Figur Hitler immer so simpel und dämlich das vielleicht klingt, die Inkarnation des Bösen. Dafür steht der Mann. Und das kann man nicht inszenieren. Ja, das ist zwischen den Zeilen. Und ansonsten gilt wieder der Renoir-Satz. Ne? Everybody has his reasons. Wichtig ist es, dass der Mann glaubwürdig wird. Ne? Das ist die Hauptaufgabe. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es Sympathien für den Mann geben wird. Das Monströse an diesem Dritten Reich und allem, was damit einherging, das ist ja, dass das Menschen sind. Das waren eben nicht irgendwelche Erfindungen aus der Hölle mit Klauen und Reißzähnen, sondern das waren ja Menschen. Und dieser Hitler ist auch ein Mensch gewesen. Und das macht ja für mich diesen beängstigenden Umstand aus. Und deswegen ist das genau richtig, dass wir den als Menschen zeigen, mit allen Konsequenzen. Weil genau so hat er ja dieses Volk gespielt. Wenn man sich die Gedanken anschaut, die Ideologie, das ist ja krude, das ist ja grauenhaft, nicht? Der Auftritt, unsympathisch, diese Frisur eines Zuhälters, das ist ja unglaublich, dass der es geschafft hat, solche Massen zu bewegen. Und das ging nur, weil der Mensch war. Deswegen ist es absolut nötig, den und diesen ganzen Rest dieser Bande als Menschen darzustellen. Und alles andere wäre fatal. Und auch, also wenigstens aus deutscher Sicht, ein historischer Fehler. Ich sehe da keine Gefahr. Die größte Gefahr besteht darin, dass man ihn, was bei anderen Filmen mit großen Schauspielern, Alec Guinness und auch Anthony Hopkins passiert ist, dass man ihn letztlich zu einem Psychopathen oder Spinner porträtiert. Ich denke mir, das ist die größte Gefahr dabei. Also, dass man sozusagen die Figur von vornherein überzeichnet oder von vornherein die Figur als ein Wesen darstellt, das, ich sage jetzt mal, nicht mehr alle Tassen im Schrank hat oder so. Er hat garantiert alle Tassen im Schrank gehabt. Er hat alle Tassen im Schrank gehabt und zwar bis zum letzten Moment. Also, ihm ist auch, sage ich mal, die Führung, wenn man so will, bis zuletzt nicht entglitten. Er hat eine Inszenierung gemacht und wenn wir jetzt zynisch sein wollten, was wir sicher nicht wollen, könnte man sagen, dafür war er der beste Regisseur, den man sich vorstellen kann. Ja. Und das kann man, wie wir wissen, man kann eine Inszenierung nur mit kühlem Kopf machen und deswegen ist alles, was er da noch in Szene gesetzt hat, von ihm bewusst und klar in Szene gesetzt worden. Man kann sagen, es hat dieser Untergangsmythos, den er selber für sich in Anspruch genommen hat, das hat ihm nicht ausgereicht. Er hat sehr, also ganz bewusst Sorge getragen, dass die ganze, sagen wir, Zivilisation, wie sie bekannt war oder wie man sie gekannt hat, mit ihm in den Orkus gezogen wurde. Auch keine leichte Sache, denn dazu muss man auch erstmal, ich sag mal so ein fürchterliches Wort, so viel Energie mitbringen, dass man diese Inszenierung auch den Schauspielern klar macht. Er hat es geschafft, also bis weit in die Zivilbevölkerung hinein, einen so katastrophalen Untergang zu inszenieren, der erst gestoppt hat, bis der letzte Ziegelstein sozusagen vom Haus, also am Boden lag.